Willkommen zurück bei das schwarze Auge Satinas Ketten. Ja, aus dem komischen Feenpalast bin ich entkommen. Ich habe die drei unmöglichen Aufgaben gelöst und jetzt bin ich hier irgendwo, keine Ahnung. Durchs Feentor komme ich irgendwie nicht, das schickt mich hier immer wieder zurück. Und ja, jetzt sitzt hier die Schwester von der komischen Drogenkönigin hier rum. Mal fragen wir sie mal hier. Bist du hier die Schwester? Ich denke ja. Ist die Königin eure Schwester? Sie hat mir den Zugang in die Traumgemächer gewährt. So? Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Welche Zeiten? Ja, gerade eben. Königin. Was tut die Königin hier in den Traumgemächern? Sie kommt, um Träume zu begehen, die von der Zukunft handeln. Der Zauber der Harfe soll ihr das Kommende zeigen. Doch sie quält sich mit diesen Träumen. Welche Zeiten? Die Harfe lässt einen von der Zukunft träumen? Von der Zukunft oder von der Vergangenheit. Der Vogelmann offenbarte uns, wie sie das kann. Doch geschaffen war sie dafür nie, sondern um den Feen zu helfen, sich von dunklen Träumen zu befreien. Der Vogelmann, ich verstehe. Ich nicht. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Dann hier verschlossenes Tor. Hast du einen Schlüssel oder Brechstange oder sonst irgendwie was bei dir? Da so hier unterm Kleid oder im Haar? Ich muss zurück in meine Welt, aber dieses Tor lässt mich nicht durch. Ja, ein Schatten lastet auf dir, wie auf ihnen allen. Sie sind besessen von dem, was kommen mag. Vor dem Vergangenen aber fliehen sie. Sie stellen sich ihren Ängsten nicht. So sind sie rastlos und finden keine Ruhe im Hier und Jetzt. Bitte, ich muss durch das Tor. Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist. Mhm. Ängste, Ängste. Ja, wir haben doch hier panische Angst vor dem, was der Seher da gesagt hat, oder? Oder haben wir sonst noch irgendwelche Phobien? Was weiß ich hier, vor kleinen Leuten, Spinnen, großen Menschenmengen. Zauber der Harfe, Tor durchschreiten, durchschritten? Achso. Hat in letzter Zeit jemand das Tor durchschritten? Die letzte, die durch dieses Tor schritt, war meine Nichte, die Tochter der Königin. Ich hatte sie in die Geheimnisse des Harfenspiels eingeweiht, denn eines Tages sollte sie mir nachfolgen. Okay. Die Harfe vertreibt dunkle Träume? Mich quält schon lange ein Traum. Aber ich weiß nicht, was er zu bedeuten hat. Dunkler Träume Pein wächst aus Ängsten, die dich jagen. Die Harfe ist ein Auge in deine Seele. Durch sie wirst du deine schlimmsten Ängste überwinden oder an ihnen verzweifeln. Ja, dann zeig mal her den Traum. Mal gucken, vielleicht überleben wir es ja nicht. Ich will mich meinem Traum stellen, wenn ihr es erlaubt. Der Weg in die Gemächer war dir gewährt. So auch der Weg in deinen Traum. Was muss ich tun? Du musst in deine Seele treten und die Splitter deines Traumes zusammentragen. Was? Splitter? In meine Seele treten? Ja. Ich helfe dir. Die Musik wird dich in tiefen Schlaf versetzen und Teil deiner Seele werden. Ordnest du die Splitter, wird dein Traum sich aufklären. Was? Wie auch die Ängste, denen er entspringt. Na toll. Das klingt alles so kompliziert. Bist du bereit, deinen Traum zu begehen? Also ist das jetzt so irgendwie so eine Hokuspokus-Hypnose-Gedöns? Ich glaube, die setzt uns auch nur unter Drogen und so weiter. Ich bin bereit. Dann setz dich und erzähl mir von deinem Traum. Okay, also das ist jetzt, ja, Psychiater pur? Woran erinnerst du dich? Ich weiß nicht genau. Keine Scheu. Es gibt keine Fehler. Sprich aus, was dich jetzt einholt, denn das sind die Splitter, die zu ordnen sind. Also gut. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme.
Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Ja, gute Nacht. Nun geh und sammle die Splitter deines Traums ein. An der Harfe kannst du sie ordnen. An der Harfe kannst du sie ordnen? Bei dir? Traumweberin. Ja? Was? Splitter? Woran erkenne ich die Splitter? Sie sind das, woran du dich erinnert hast. Okay. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Ja, ja. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Okay. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Nummer 3. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. 4. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. 5. Finde die Splitter. Okay. Und ordne sie in sinniger Reihenfolge an der Harfe. Ja, aber wie, was sinnig? Harfe? Welche Harfe meint ihr? Jeder Haken eine Saite, jede Saite ein Splitter, jeder Splitter ein Haken. Okay, was auch immer. Was muss ich noch gleich... Ja, suche ja. nach Zeichen und ja, ja, ist doch gut. Sei gewarnt. Verworren ist die Ordnung der Träume. Die Splitter mögen eine andere Gestalt haben, als du erwartest. Sobald du sie gefunden hast... musst du die Splitter an der Harfe ordnen. Na okay, alles klar. Ich suche weiter. Ohne Eile. Ja, doch, schon mit Eile. Kabufftür. Ich werde aufräumen. Ich räume alles wieder auf. Was? Jetzt mach nicht sowas. Was leuchtet denn hier unten? Können wir... Ja, das ist hier zugesperrt, aber... Du musst bleiben, Nachthaar. Ach so. Du musst bleiben, Unglücksbringer. Das ist ja gut. So, ach, hier sind die Haken. Alles klar. Kleiderkiste. Unheilsbringer. Ich will nur in die Kiste gucken. Du hast uns alle umgebracht. Ach, wie nett. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Unheilsbringer. Ich räume alles wieder auf. Was ist das? Eine Zauberflöte? Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Nimm mal mit. Wir können in die Truhe steigen? Macht das Sinn? Ach, jetzt sind wir hier bei unserem tollen Wagenrad, was wir hier ewig und 3 Tage gesucht haben. Der Schlüssel von Harm. Ich habe ganz vergessen, der Puppenspielerin ihren Schlüssel zurückzugeben. Nun, nee, da ist im Harm sein Schlüssel. Das hier ist nämlich so ein Fischding. So. Ja. Die Zeit schläft. Ja, und du auch. Können wir hier noch irgendwas... Haben wir hier irgendwas Tolles? Nein. Können wir... Da können wir nur zurück... Hier hoch in den ersten Stock kommen wir nicht. Ah, okay, so kommen wir wenigstens raus. Was uns jetzt aber auch nicht irgendwie weiterbringt. Erstarrtes Feuer. Können wir dem Feuer was vorspielen? Feuerflöte. Was heißt hier Feuerflöte? Ich habe auch meinen Feuerstein nicht mehr. Sowas Doofes. Ich spiele schon zu oft mit dem Feuer. Nee. Okay. Haben wir noch irgendwas? Da oben leuchtet doch was. Sanduhr. Die Zeit schläft und niemand weckt sie auf. Du, da habe ich, glaube ich, was dagegen. Moment. Können wir es zerdeppern? Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt sind. Okay. Oh nein. Ach Gott. Klarscherbe. Mir hat einmal eine Scherbe das Leben gerettet. Warum hast du uns umgebracht? Hä?
Nimm mit. Aber nicht dran schneiden. So. Glasscherbe. Sanduhr. Können wir die jetzt wieder kaputt machen? Ich mache alles wieder heil. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Oh nein. Ja, geht wohl nicht. Die Zeit schläft. Okay, können wir das Feuer kaputt machen? Unvergängliches Feuer. Noch irgendwas? Also irgendwas können wir immer noch mit der Sanduhr machen. Können wir die hier anflöten? Ich weiß gar nicht mehr, wie man spielt. Mein Arm ist zu kurz. Ja, wie immer halt. Können wir, warte mal, Schlüssel mit der Zauber? Kein Schloss. Glasscherbe, können wir Feuer hier schnitzen? Mach mal. Glasflamme. Glasflamme, Feuerflöte. Nix hilft. So, können wir hier... Oder sind das schon hier die Splitter? Man weiß es nicht. Können wir die Dinger hier schon hinlegen? Okay. Mal gucken, was er, wie er... Keine Zeit für Experimente. Habe ich mir schon gedacht. Ich hätte jetzt gerne gesehen, wie er hier so eine Glasscherbe da dran hängt. Kabufftür, Kabufftür können wir... da dran rumschnitzen. Das lässt sich nicht schneiden. Ja. Da komme ich ja auch nirgendwo anders hin. Hm. Ja, da können wir nur rein. Ich hatte ja jetzt gedacht, dass wenn wir hier die Sanduhr halt kaputt machen, dass dann halt die Zeit wieder läuft. Aber irgendwie will er da nicht... Tja, was machen wir da? Kann ich mir hier das Leben nehmen? Nee. Das wollte ich nicht. Ja, ist doch egal. War doch... ich wollte aber. Und es ist doch gut. Also, denke ich mal. Vielleicht auch nicht. Ich habe ja gedacht, da hier Sand würde jetzt hier runter fließen. Erstarrtes Feuer. Was machen wir mit dem erstarrten Feuer? Ich glaube, ich hole mir nochmal meine Flöte zurück. Und versuche dann mit der Flöte da das Ding da runter zu hauen. Nimm nochmal mit. So, Flöte, Sanduhr. Mit Gewalt halt da runterdengeln. Ich weiß gar nicht mehr, wie man spielt. So, habe ich ja auch schon mal probiert. Mist. Hm, okay. Start des Feuer. Tja, mit den Möglichkeiten, die mir hier gegeben sind... kann ich halt nicht allzu viel machen. So, holen wir das auch nochmal mit. Ja, das sind die Seiten, beziehungsweise die Haken, wo wir die in den Kram, wie die Splitter hinhängen sollen. So, da kommen wir irgendwo ja, hier in den Wagen rein, aber auch nicht weiter als hier einfach nur in den Gang. Können wir von hier aus flöten? Nee. Wieso eigentlich nicht? Also hier können wir gar nichts machen anscheinend.
Hier lässt er mich nicht rein. Du musst bleiben, Nachtar. Du musst bleiben, Unglücksbringer. Oder kann ich hier mit dem Schlüssel das Ding da aufschließen? Oh, ja doch. So, ach, das ist hier Nuris Höhle. Rabe, Vorhang. Oh, Vorhang. Vorhang klingt gut. Rabenfeder, das klingt auch gut. Oh, Vorhang. Nuri. Sie gehört jetzt mir, Vogelfänger. Ach, halt die Klappe. Können wir ganz mitnehmen? Komm zurück. Okay. Servus! Du bringst das Ende! Diese entsetzliche Stimme. Du bist es! Ich will, dass sie verstummt. Sie soll schweigen. Hexenbalg! Ja, lass mich mal hier übernehmen. Können wir ihr mit der Flöte eins überziehen? Ich weiß gar nicht mehr, wie man spielt. Egal, hau einfach drauf. Ja, so war das. Als Knüppel benutzen, nicht... Okay, meinetwegen. Endlich Ruhe. Ach so, können wir mit der Scherbe können wir hier am Vorhang irgendwie Stoff fetzen? Du hast uns alle umgebracht. Warum hast du uns umgebracht? Der Seher hat es gewusst. Ja, von mir aus hat er sehr das gewusst. Er bringt das Ende, hat er gesagt. Ja. Hört auf. Warum hast du uns umgebracht? Hört auf! Redet, was ihr wollt, aber ich werde Nuri retten. Wir arbeiten dran. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben 1, 2, 3, 4 Sachen plus eine Glasscherbe. Uns fehlt noch eins, ne? Ja. Kriege ich denn das dann her? Puh. So, was hat er gesagt mit dem Vorhang? Ich glaube, ich muss nochmal mit ihr reden. In welcher Reihenfolge ich das da sehe. Traumweberin. Ja. Splitter nochmal. Woran erkenne ich die Splitter? Sie sind das, woran du dich erinnert hast. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Ja, Vorhang. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Okay, das ist eine Flöte. Schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Das ist da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde die Splitter und ordne sie in sinniger Reihenfolge an der Harfe. Okay. Ich suche weiter. Ohne Eile. Okay, Vorhang haben wir. Was war das nächste? War hier... Das habe ich wieder nicht aufgepasst. Verdammt. Flöte. Feder. So, da war dann Feuer und hier der komische Holzreif. Feuer weiß ich ja, wo es ist, aber das nutzt mir ja nichts. Und den Holzreif habe ich auch noch nicht gesehen. Start des Feuer. Kann ich mit dem Schlüssel? Das haben wir auch schon probiert. Aber vielleicht braucht man dann doch noch irgendwie den Kram, der hier ist. Dann Plong. Doch. Was macht der Plong? Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte dahin. Also dahin, meine ich. So, können wir... Können wir mit der Rabenfeder hier Feuer oder an der Sanduhr dran rumwedeln? Ich komme nicht ran. Okay. Da? Wedel mal. Flammengefieder, tolle Wurst. Vorhang. Feuerschleier. Ach Gottchen. Sanduhr, schmeiß dagegen.
Zu weit weg. Werfen! Schlüssel dagegen donnern. Mein Arm ist zu kurz. Ja, ja. Feuer. Wozu ein Feuer? Mit zum Mitnehmen. Können wir... Kein Schloss. Ja, ja, ist ja klar. So, Jep, klingt gut. Können wir die Sanduhr ankrächzen? Hilft nicht weiter. Okay. Puh. Na dann. Gehen wir wieder zurück. Hätten wir mit Mori reden können? Haben wir hier noch? Ne, hier haben wir nichts mehr. Dann gehen wir nochmal hier. Mori, doch. Wir können mit ihr reden. Nori, ich... Sag einfach nichts. Ich weiß doch, ich will nur, dass du an mich denkst. Hier, dieser Reif ist für dich. Aha. Damit du mich nicht vergisst und mich nicht aufgibst. Jupp, können wir nochmal? Dio Valendo, Geon. Dia Valende, Nori. Dia Narindilin. Was? Jetzt komm nicht doof mit Fähig. Versteht doch kein Mensch. Aufwachen, Geron. Nein. Nein, noch nicht. Ich muss noch weiter schlafen. Ja, ja, klar. Hier eine nackte Fee im Badezuber. Wie gesagt, da will ich auch weiter schlafen. Gut. Wir haben den Reif. Aber irgendwie muss ich noch da das Feuer in Gang kriegen. Eventuell muss ich dann doch nochmal zu Nori zurück. Okay. Können wir das... Ohrring. Ohrring? Hast du sie noch alle? Kein Schloss. Ja, schon klar. An irgendwas erinnert mich das. Ich habe es vergessen. Ja, ist schon klar. Ich würde jetzt sagen, ich mache dann an der Stelle Schluss und dann versuchen wir noch da den Reif am Feuer irgendwie irgendwas zu machen oder das Ding an die Sanduhr da zu pfeffern. Wobei, das hat ja bisher noch nirgendwo irgendwie funktioniert, hier rohe Gewalt. Ich würde ja gerne das hier mitnehmen, aber geht ja auch nicht. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann.